Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg geschätzter Schallentiefen oder genauer gesagt um den Abschnitt gelöste Blockade. Dafür befinde ich mich natürlich im Gebiet Schallentiefen und zwar bei 4848, also hier auf der Map und von der Umgebung her hier an dieser Stelle. Das Ganze ist zu verbinden mit einem Rätsel und zwar mit so einem Rohrrätsel. Deshalb müssen wir zuerst einmal hier draufklicken auf den versperrten Zulauf. Dann müssen wir hier das Rätsel natürlich lösen, indem wir hier zuerst einmal diese vier nach oben schieben, dann hier diesen nach rechts, dann damit hier das gerade Teil drin ist, dann hier nach links, dann das zweite hier, welches gerade ist, und an diesem Punkt müssen wir zuerst einmal diesen geraden Teil hier nach unten schieben, dann diesen hier nach rechts, und dann diesen Punkt können wir hier eigentlich weiterfahren, indem wir hier an dieser Seite weiterarbeiten. Das nächste Ziel ist eigentlich hier dieses Teil nach unten zu bringen. Dann müssen wir hier diese Teile nach oben, diesen nach rechts und dann haben wir hier dieses Teil. Und damit ist das Rätsel gelöst. Hier können wir die gelöste Blockade dann öffnen. Haben hier ein bisschen Ruf drin und ein Haustier, die Pestknospe. Die können wir gleich auch mal anschauen. Ist ein Elementarpad mit sehr speziellen Attacken. Also Giftpeitsche und Peitsche jetzt nicht wirklich. Der schleichende Pilz doch ein bisschen spezieller. Und ja, ansonsten denke ich mal, wird er sicher einmal verwendet werden. Vor allem eben auch die Betäubungsart, indem man den Gegner halt betäuben kann. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ihr konntet euch dabei helfen, diesen Schatz bzw. dieses Rätsel ebenfalls zu lösen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.